Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge von Off Life and Land. Herzlich willkommen hier in der schönen Region von Kerzhoven, wo wir uns jetzt hier ein bisschen Gras geangelt haben. Ja, es geht hier um Gras und zwar um das Gras für unsere Hüttendächer, das wir jetzt hier brauchen. Das sind hier sehr spartanische Hütten. Wir wollen ja zunächst sämtliche sämtliche Bewohner hier irgendwie halbwegs zufriedenstellen. Und dafür brauchen sie auch, sobald sie schläfrig werden, brauchen sie ein Bett. Und wir wissen ja, je besser sie schlafen, desto ausgeruhter sind die Leute. Dementsprechend nutzen wir das und ballern hier einfach mal ein paar Betten hin. Was wir machen können, hier sehen wir, es gibt noch... Wow, da ist schon richtig viel Holz. Okay, Sägewerk ist bald fertig. Wir brauchen gar nicht mehr so viele Güter hier. Okay, die Äste werden gerade gesammelt. Ordentliche Äste werden gesammelt. Wie sieht's hier aus? Dann müsste ich eigentlich auch mehr Äste sammeln. Wie müsste ich mehr Äste sammeln, bitte? Geh mal als höchste Priorität Äste sammeln, Kollege. So, wo will der jetzt hin? Er liefert Ware. Er soll keine Ware liefern, er soll arbeiten. Er soll arbeiten. Man kann auch einstellen, wie lange die Leute arbeiten sollen. Das ist nämlich auch nochmal interessant. Man kann denen Überstunden geben aus irgendwie. Das hier auch seine Prioritätenliste. Wenn er mehrere Arbeitsstellen hat, dann können wir da die Prioritätenliste verschieben, wo er am meisten arbeiten soll, wo am wenigsten und so weiter und so fort. Oh, es ist 18.30 Uhr, es wird dunkel. Oh, oh, ist das schön. Ein Gartenbeet werden wir bald brauchen. Ja, die Leute wollen ja weiter was zu essen. Wir sehen... Wir haben noch genug Essen für 2,1 Tage, was ich sehr angenehm finde, dass das angezeigt wird. Der Wohlstand. Oi, oi. Und Futter bezieht sich auf die Tiere. Und Materialien sind halt unsere Baumaterialien. Ich mache das einfach mal alles an hier, ne? Dann sehen wir das. Das ist ja jetzt völlig egal. Noch sind die Listen nicht so lang, dass sie uns richtig weit ins Bild reinragen. Deswegen ist das alles noch gut für uns. So, was wird da getragen? 100 Gras, das heißt das erste... Haus wird wahrscheinlich bald gebaut, wenn ich das so richtig sehe. Und es wird gerade wieder kalt. Ui, oh ja, wird gerade nochmal kalt. Also wir haben Frühling, aber der Winter erhält nochmal so ein bisschen Einzug. Wie bei Siedler kann man übrigens die Baupriorität verändern oder auch bei anderen Spielen. Ich nehme jetzt mal Siedler als charmanten Vergleich. Mittlere Priorität, hohe Priorität, niedrige Priorität. Ist da sogar noch eine Stufe mehr. Das heißt, standardmäßig alles auf mittlerer Priorität. Man kann aber die Priorität erhöhen. Und dann wird das Gebäude bevorzugt fertiggestellt. So, hier sind jetzt schon 10 Baumstämme. Das heißt, theoretisch sollte der Kollege jetzt hier Äste sammeln weiterhin. Jo, genau. Sammelt schöne Äste. Ist auch von der Priorität nach wie vor höher als Pilze. Pilze kann die Sammlerhütte nehmen, zum Beispiel nicht sammeln. Das ist sehr interessant. Die sammelt tatsächlich nur der Holzfäller. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus hier? Ah! Nee, doch, hier ist noch ziemlich viel Holz drin. Hat er hier irgendwo schon ziemlich weit abgegrast? Ja, die Büsche sind schon abgegrast hier. Die sind schon leer. Da gibt es noch Äste. Aber die direkt im Umkreis sind schon mal alle leer. Okay. Ja, es gibt einige Äste. Die werden jetzt abgeholt von... dem Kollegen hier. 6, 8 Äste. Zack und ab die Post. Jo, auf geht's. Die wird er jetzt wahrscheinlich direkt hier hinbringen. Die weißen Linien sind, wie ihr euch wahrscheinlich unschwer denken könnt, die Laufwege. Die Leute brauchen keine Wege, um drauf zu laufen, aber auf Wegen sind sie natürlich ein wenig schneller. Oh, der Steinmetz ist fertig. Cool. Coole Sache. Coole Sache. Verarbeitungsgeschwindigkeit plus 1. Lagerkapazität. Weiß ich gar nicht, ob wir das brauchen. Es gibt hier ein paar Steine, aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu viele Steine verballern. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwann einfach komplett aufgebraucht sind oder ob sich Steine auch wiederholen. Oh! Da ist... Dem Vincent ist aber richtig kalt anscheinend. Eieiei. Das ist nicht so cool. Ja, Vincent, wie sieht's aus bei dir? Boah, er friert. Okay. Also dabei hat er eigentlich so eine Anpassungsfähigkeit an kalte Temperaturen. Wir gehen jetzt mal die Liste hier durch. Das wäre sowieso ganz geschickt. Während wir warten, dass hier die Baustellen fertig werden, gehen wir mal die Listen hier durch.
Wir sehen einmal, wie gesagt, hier oben das Essen. Das sieht gut aus. Hat er genug Energiereserven, die er irgendwie aufbaut. Wasser, klar, trinken muss man auch. Wir haben 760 im Moment, das reicht erstmal. Lebenspunkte, er kann also Leben verlieren. Das ist schon auch krass. Und dann kommt hier der Schlafpunkt und dann kommt hier die Kälte. Also Einflusstemperatur. Im Moment ist ihm gerade ein bisschen kalt. Das ist nicht so cool. Wenn der Balken voll ist, ist wahrscheinlich auch nicht toll. Er spricht mit anderen. Oh, da kommen nämlich die Bedürfnisse zum Tragen. Jetzt kommt der Punkt Anno ins Spiel. Leute aufsteigen lassen für bessere Jobs und so weiter und so fort. Wir haben hier 7 verschiedene Bedürfnisstufen bei Menschen. Bei Tieren sind es ebenfalls 7, aber es geht nur bis zur 4. Ist aber ziemlich heftig. Gucken wir uns die Menschen mal an. Ach, guck mal hier, die sind hier alle am Chillen, ne? Was ist denn los? Hallo, arbeitet hier keiner oder was? Sie sind alle hier am Chillen. Es gibt, das glaube ich ja wohl nicht. Muss ich doch schon mal die nächsten Gebäude in Auftrag geben. Und zwar einmal die Mühle. Und dann den Ofen. So. Wir müssen dann hier auch schon mal hin. Also, wenn mal schon. Also, echt mal. Geht ja wohl nicht. Ja, da brauchen wir dann noch ein paar Sachen. Da können wir nämlich dann Brote irgendwann backen. Schön. Es ist ja unglaublich. Also, die Leute, die sich hier jetzt erstmal hinchillen und quatschen, haben hier verschiedene Bedürfnisse auf Stufe 1. Da ist der Status okay, ich will nicht verhungern, ich esse, was ich kriege, um zu leben. Also Hunger ist höchstens extrem oder besser oder so weiter. Durst ist gut und dann ändert sich das irgendwie. So, dann kommt hier die Geschichte zu Hause. Er besitzt noch kein Zuhause. Er braucht einen leichten Schutz vor der Witterung und Isolation, also ein bisschen Temperatur und so weiter. Und einen Boden zum Schlafen. Vernünftig, ne? Die pennen jetzt... Wer pennt denn hier jetzt alles? Die Hasen und Wildschweine oder was? Hier pennen die Hasen und Wildschweine jetzt alle rum. Ja, okay. Aber ein paar von den Menschen haben sich hier auch einfach hingebettet und pennen jetzt erstmal. Ja, die pennen jetzt hier draußen. Das ist nicht gut für die Erholung. Das dauert jetzt leider ein bisschen, bis wir da das wieder aufholen. Aber gut. Sind gesellig, pennen da jetzt erstmal. Nicht so geil. Dann brauchen sie ein paar Tücher, um sich angemessen zu kleiden. Haben wir auch noch nicht geschafft. So, ich wärme mich auf, ich kühle mich ab. Haben wir nicht. Er hat nicht erfrieren, er hat aber auch nicht überhitzt. Das ist also im Moment noch okay. Und hier ist er gesund, ist auch okay. Für Stufe 2 müssen wir dann hier bestimmte Sachen dann irgendwann freischalten. Wir müssen dann hier vom Teller essen und nicht vom Boden. Da müssen wir dann erst verschiedene Sachen freischalten. Ich weiß doch nicht genau, wie das funktioniert, ab wann dieses Bedürfnis freigeschaltet wird. Man muss wahrscheinlich Stufe 1 wirklich zu 100% erfüllen. Und dann geht's auf Stufe 2. Wir haben aber hier schon Sachen tatsächlich, die okay sind. Zum Beispiel, dass er sauber ist und dass er ein Arbeitsblatt hat. Wir haben sogar schon Sachen auf Stufe 5. Zeit zum Entspannen hat er ja gerade. Schöne Zeit, mit Leuten gequatscht, hat er auch. Und ein Waschhaus. Okay, anscheinend ist seine Kleidung noch sauber, weil er halt hier direkt von Anfang an gestartet ist. Und dann, als wäre es noch nicht genug, hat jeder Mensch individuelle Vor- und Nachteile. Also erstmal hier natürlich hier Paarungszeit bei Menschen, egal wann, ne? 9 Monate, kennen ja alle. Und zeugungsfähig zwischen 16 und 36. Ich denke mal, die Männer eigentlich noch länger. Dann sehen wir hier, was er an Ausdauer hat, wie schnell er laufen und rennen kann, wenn er rennen muss, wenn irgendwelche wilden Tiere kommen oder irgendwelche Feinde. Ich bin gespannt, was er mit Stechen und Schlagen und so, wann hier Kämpfen kommt. Vielleicht werden die Leute irgendwann böse und fighten miteinander. Kann ja sein. Niedrige Energieeffizienz. Jetzt sind hier die genetischen Effekte. Das ist bei jedem Menschen anders, theoretisch. 5 positive, 5 negative. Ich glaube, es waren bislang immer 5. Wir sehen hier Energieeffizienz, mehr Energie für den allgemeinen Unterhalt, also er muss öfter essen und trinken im Prinzip. Gibt es auch in die andere Richtung, dass er weniger essen und trinken muss. Dann gibt es hier die Laufgeschwindigkeit hat einen Malus, wobei die Renngeschwindigkeit bei ihm ein Plus hat, interessanterweise. Und die Laufgeschwindigkeit hat ja auch ein Plus. Aha, okay, die hat ein Minus und ein Plus. Merkwürdig. Schutz vor tiefen Temperaturen, also er ist ein bisschen kälteempfindlich, das sieht man auch hier, seine Frostresistenz ist -2, bei dem anderen Kollegen, den Stefan oder den wir kürzlich hatten, da war dann eine +1.
Hier ist eine minus 2. Das heißt, der mag Kälte so gar nicht. Ist ja auch schön, dass es gerade echt noch richtig kalt ist. Dann haben wir hier die Hitzeempfindlichkeit. Die hat halt auch, hier sehen, minus 3. Ist auch nicht cool. Gegen Ausdauer wird schneller müde und durstig. Bei schwerer. Na toll. Der ist also nur am Saufen dann. Okay, aber er hat eine hohe Wassereffizienz. Er braucht weniger Wasser für den allgemeinen Unterhalt. Also es ist irgendwie bislang so ein bisschen gegenteilig. Also irgendwie gleicht sich das alles fast aus. Also ist er doch nur ein normaler Dude irgendwo. Effizienter Stoffwechsel. Es wird weniger Energie verschwendet. Ja, merkwürdig. Warum hat er dieselben Sachen negativ wie positiv? Okay, wir sehen aber, wenn wir durchschleichen oder durchklicken, dann gibt es auch andere Sachen hier. Der hat zum Beispiel Kälteresistenz. Was haben wir noch? Oh, da war gerade ein interessantes Symbol. Was war das hier noch? Hitzeresistenz. Achso, okay. Also es sind mal so die Sachen. Die pennen erstmal alle. Ja, dann nutzen wir die Zeit und erklären noch ein paar Dinge. Also, Wasser haben wir ja. Oh, dem Hasen geht's auch nicht gut. Die kann man irgendwann jagen und färchen. Da muss man nämlich ein Auge drauf haben. Die haben halt hier nicht so viele Bedürfnisse. Na, guck mal, sogar schon Stufe 2. Zu 82% erfüllt. Warum erst zu 82%? Das ist doch nur das eine Ding hier. Keine Ahnung. Der geht jetzt schlafen. Der Hase. Okay, soll er mal machen. Ah, da sehen wir die Hasengruppe. Das Leittier. Das pennt. Ein normaler Feldhase. Pennt auch. Da ist ein Feldhase, der rumläuft. Und hier ist auch ein Feldhase, der anscheinend pennt. Hat 19 von 20 HP. Hat nicht so wirklich viele Energiereserven. Na gut. Dann ist das so. Gartenbeet müssen wir da noch bauen. Na, ich hätte doch gleich die Wohnhäuser fertig bauen sollen. Das wäre eigentlich ja ganz cool gewesen. Jetzt schlafen unsere Leute halt alle erstmal und chillen. Es kann nur ein bisschen dauern, bis sie wieder aufwachen, ne? Ich mache mal kurz die Geschwindigkeit hoch hier ein bisschen. Alter, das geht ja wieder runter. Was ist das denn? Wow. Wow, wieso geht das so runter? Alter, krass. Okay, irgendwer ist auf jeden Fall jetzt, irgendwelche Leute sind wach. Ich stelle mal wieder auf 1. Irgendwelche Leute sind wach. Obwohl der Typ hier immer noch pennt. Wer ist denn das? Silvia. Also eine Frau. Okay, die Dame Silvia pennt noch. Ah, die schläft jetzt aber im Haus, ne? Ah, die ist aufgewacht und ist in die Hütte gegangen, glaube ich. Ja, die ist jetzt in die Hütte gegangen, um da zu schlafen anscheinend. Silvia pennt jetzt hier drin, vermute ich. Ja, die liegt da drin. Okay, deswegen ist die Energie dann gerade runtergegangen. Hier drin ist es auf jeden Fall bequemer. Hier gibt es auch verschiedene Verbesserungen. Ein Bonusschlaf, extra Komfort und ein Haustierplatz, damit wir ein Haustier halten können. Das klingt doch alles gar nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, Bonus auf Schlaf klingt gut. Und extra Komfort. Ah, nee, man kann nur eine Verbesserung machen. Ui. Okay. Okay. Das ist natürlich krass. Okay, wir können nur eine Verbesserung im Haus einstellen. Das ist nicht so cool. Ah, okay. Hier ist der erste Kollege, der Steine abbaut. Sehr schön. Der Stefan macht das. Dann soll er mal weitermachen. Und die Handdrehmühle ist fertig. Da wird jetzt Getreide gemahlen. Und hier gibt es eine Verbesserung. Die Lagerkapazität, die kann man hier dann erhöhen, wenn man will. Ist jetzt erstmal nicht ganz so entscheidend. Und hier vorne werden auch nur noch Steine benötigt. Dann ist das fertig. Und hier wird auch noch ein Stein benötigt. Und die anderen Häuser kriegen wir auch noch fertig. Schön. Also nahrungstechnisch brauchen wir zwar noch ein bisschen was, aber wir haben Getreide, wir haben Gemüse, wir haben Wurzeln und Knospen. Also eigentlich sind wir im Moment sehr gut versorgt. Wir haben schon mal das ein oder andere da, was dann das halt nur noch umgelagert werden muss, dass wir es hier dann auf die Häuser kriegen. Na, schauen wir mal, wie das wird. Also echt, einmal die Geschwindigkeit erhöht und flop, läuft das ab. Geht das ab wie sonst was. Ah, hier sehen wir, hier war die Geschichte, genau, die ich nochmal sehen wollte. Der Fortschritt zur nächsten Stufe. Ey, 60%. Gucken wir mal. Wieso 60% schon? Ah ja, er braucht noch Tücher. Ansonsten, das Essen, das hier ist okay. Das ist auch alles okay. Das Erfrieren, Verbrennen ist irgendwie noch nicht ganz... Da ist er noch nicht so hundertprozentig happy. Da müssen wir mal schauen, was wir hinkriegen. Hier sehen wir, wer alles ein Haus hat. Ah, nee. Wer noch kein Haus hat, sehen wir hier. Moment mal, drei Leute? Hä?
Das ist merkwürdig. Da müssen doch schon zwei Leute drin wohnen. Jo. Würde ich schon sagen. So, da machen wir auch die Verbesserung an. Wer war noch? Wally, Silvia, Dennis. Dennis. Warum steht Dennis noch hier, als dass er nicht im Haus pennt? Er hat doch ein Haus. Besitzt ein Zuhause. Okay. Na gut, er spricht mit anderen. Er ist noch nicht nach Hause gegangen. Erika ist da. Die arbeitet an der Handdrehmühle. Ja, die hat im Moment nichts zu tun, weil hier noch Getreide erledigt ist. Da kann man nämlich zum Beispiel einstellen, dass Erika hier das macht und dass Erika dann auch hier Getreide macht. So, hier könnte man sagen, Luca, soll der hier wirklich noch arbeiten? Weil hier ist im Prinzip hier ist alles voll. Die sammeln hier super schnell. Hier wäre eigentlich mehr Personal nötig. Das ist schon krass. Arbeiten hier so langsam. Wieso arbeiten die so langsam? Wo sind denn die Leute schon wieder alle? Sind die immer noch alle am Pennen? Dennis hat auch nur 82% Lebenspunkte. Weil ihm kalt ist anscheinend. Und er ist ziemlich müde. Warum bist du müde? Eine Sache, die ich noch nicht gefunden habe. Ich kann dem Ziel folgen. Aber ich würde manchmal auch einfach gerne sehen, wann jetzt der Status ist, dass er wirklich ein Bett braucht. Weil er ist jetzt schon im braunen Bereich, aber vorher haben sich die Leute schon viel eher hingelegt. Und er steht da halt rum und chillt und keine Ahnung. Geh doch jetzt einfach mal pennen. Begleite das Ziel aus in die Freiheit. Die Tiere müssen eingeschlossen sein. Nee, ich möchte jetzt... Okay, ich glaube, jetzt geht er pennen. Ich glaube, jetzt hat er sich entschlossen, einfach mal in seine Hütte zu gehen. Steht die ganze Zeit da rum. Aber jetzt kommt er und legt sich schlafen. Okay, sehr gut. Lass mal machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bald mehr Nahrung kriegen. Sollte aber passen. Denn sobald hier die Brotmühle fertig ist und sobald hier der Sägeplatz fertig ist, kriegen wir sehr schnell ein neues Brot. Ah, hier sehen wir übrigens noch 26,2 Tage. Haben wir hier die Lagerkapazität erhöht. Dann können wir hier bald die zwei grobgehauene Steine etwa weniger Holz verbrauchen. Aber dafür brauchen wir dann mehr Steine. Na, ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie wir das alles machen. Okay, wir haben noch keine exotischen Früchte und noch sonst noch nichts. Mhm. Schön. Bevölkerung auf Stufe 1. Oh, Silvia hat sich ein wenig verbessert hier. Wir brauchen dann bald Tücher. Das ist eins der nächsten Gebäude, was wir bauen müssen. Zunächst baue ich aber noch ein weiteres Gebäude. Und wir sehen übrigens hier auch noch die verschiedenen Bedürfnisstufen. Die brauchen wir dann wirklich für andere Gebäude. Kann man irgendwann eine fette Kathedrale bauen? Boah! 600 Bretter! 200 von diesen Truhen oder was das da ist? Steinarbeit, Möbel, 100... Oh, Alter, das große Badhaus. 500 Steinblöcke. Tonwaren 400, 60 hochwertige Kleidung. Ach du heiliger Strohsack. Und hier wird auch noch Dreck benötigt. Ja, wahrscheinlich als Kit, ne? Also, schon heftig. Wo bauen wir noch eine Hütte hin? Wo bauen wir noch eine Hütte hin? Ich würde sagen, den Weg lassen wir hier lang laufen. So. Hier sehen wir übrigens auch, wo gelb ist, würde irgendwas überbaut werden. So. Dann machen wir es mal so. Dann geht das hier so durch. Ja, ein weiteres Haus. Und hier fehlt nur noch Gras und hier fehlen noch Äste. Okay. Na, das sollte sich doch eigentlich bald machen lassen. Silvia läuft jetzt ein bisschen rum. Die arbeitet bislang ja nur an der Feuerstelle, sonst hat die nichts zu tun. Und hier müsste eigentlich jetzt nur noch gebaut werden. Hier würde ich sagen, automatisch besetzen. Ich weiß gar nicht, warum das nicht passiert. Da könnten wir jetzt eigentlich schon sagen, hohe Priorität. Dann würde das gebaut werden, wenn irgendjemand sich mal dazu entschließt. Ja,
Kann ich hier das Ding auch verändern, dass ich sehe hier, wie müde die sind alle? Ah, okay, hier läuft. Ich laufe. Ich laufe und baue. Mal schauen. Mal schauen, wo ich noch weiter hinlaufe. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal wieder für heute. Mensch, es geht ja doch schnell rum mit der Zeit wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.